So, hallo, wir machen weiter mit einer weiteren Folge Super Mario Bros. 35. Ich muss erstmal wieder wahrscheinlich vor- und zurückgehen, dass ich die neuen Tagesmissionen angezeigt bekomme. Es ist jetzt schon ein paar Tage her, dass ich die letzte Folge aufgenommen habe. Das habt ihr auch gemerkt, ja. Also es ist unglaublich, die Tage vergehen einfach dermaßen schnell, ja. So, du kommst heim, machst kurz ein bisschen was, ist schon wieder Abend und dann, ja. Egal. So, wir nehmen einfach eine Folge jetzt auf. Jetzt habe ich gerade kurz mal wieder Zeit. Besiege im 35-Spielerkampf drei Gegner in Folge mit einem Pa- Ach so, normale Gegner. Ja, okay, kriegen wir hin. Schaffe es zweimal in die Top 15 im 35-Spielerkampf. Ach so, Top 15, ja, easy. Stampfe 30 Gegner platt. Das einfach draufspringen oder was? Ja, okay. Nächstes Mal, der ist noch zu. Ja, gut. Ja, dann let's go einfach mal, würde ich sagen. Diesmal passiert hier nichts, scheinbar. Dann passiert halt nichts. Ich wähle trotzdem. Ich weiß nicht, was andere wählen würden. Ich gehe jetzt mal auf 1-4. Mal gucken. Gleich zu Beginn den Bowser ins Spiel holen. Das wär's doch eigentlich, ne? Gleich zu Beginn Bowser ins Spiel implementieren. Gleich über Konter schön auf alle Flächen verteilen. Und dann ist nach 2 Minuten die Runde einfach rum. Da sehe ich mich. So, ich bemühe mich, das böse Wort nice nicht mehr zu sagen. Das letzte Mal hat scheinbar nicht so gut geklappt. Mal gucken. Ich bin gespannt. Also mein Wille ist da. Mein Wille ist da. So, jetzt als erstes gleich auf Konter. Das habe ich das letzte Mal immer vergessen. Und jetzt geht's los. Und jetzt nicht gleich am ersten Gegner sterben. Das ist okay. Erste Hürde gemeistert. Wir haben einen Pilz. Wir haben einen Pilz. Nett. Nein, okay, ich bin schon ruhig. So, und zack, sehr schön. Gleich mal Zeit sammeln. Jetzt sind wir eigentlich erstmal sehr safe. Jetzt sind wir eigentlich erstmal sehr safe. Ich wiederhole auch immer irgendwie alles, was ich sage. Ich weiß gar nicht, warum ich das mache. An sich reicht es ja, einmal den Satz zu sagen. Und dann ist gut. Okay, ich bin jetzt dem hinterhergelaufen. Ich habe jetzt bewusst nicht den Stern geholt, damit wir gleich die Dings haben. Ne? Ist ja auch in Ordnung. Wir haben ja schon genug Zeit. Jetzt brauchen wir den Stern nicht gleich beim ersten Mal. Und dann habe ich nämlich gleich die eine Mission erfüllt und die Sprungmission habe ich auch gleich erfüllt. Machen wir das nämlich gleich weg. Okay. Zack. Und wir haben auch schon ein KO, sehe ich da. Ein KO haben wir schon. Nice. Ah, verdammt. Okay, ich merke gerade, wie es automatisch. Okay, diesmal habe ich es aber realisiert. Noch realisiere ich es. Noch realisiere ich es. Oha. Das war ja. Okay, das war's komplett. So. Mir gar nicht auf. In dem Moment, wo ich so, wow, was machen wir denn hier? Für waghalsige Geschichten. So, die Top 15 ist uns auch schon sicher. Sehr schön. Das ist doch perfekt. Und wir sind wieder in 1-1 gelandet. Na klar, wo auch sonst. Es gibt ja nur alle 1er Level. Ich frage mich halt immer noch, ich weiß immer noch nicht, wovon das abhängt, wo man. Oh mein Gott. Wovon das. Mein Spiel ist grandios mal wieder. Wovon das abhängt, wo man landet. So, das. Ich krieg's einfach nicht auf die Reihe, das zu verstehen. Ist das purer Zufall? Aber wenn es purer Zufall ist, kann es doch nicht. Also dann kann es ja nicht. Also Wahrscheinlichkeit 1 durch Anzahl aller Level kann es ja nicht sein. Weil dann kann es ja nicht sein, dass man immer wieder in 1-1 landet. Es muss doch irgendeinen anderen Zusammenhang geben hier. Den ich nicht verstehe bisher. Geht es darum, was die anderen zur Verfügung haben? Das könnte halt. Okay, das könnte halt schon sein, dass wenn du mit Spielern spielst, die anderen Level nicht zur Verfügung haben und du in einem Level landest, wo die nicht landen können, vielleicht ist es das, dass es wirklich eine Auswahl ist aus dem, was die Leute haben und wenn jetzt halt hier noch nach wie vor ganz viele neue spielen und die nur alte Level haben, das heißt alte Level, aber nur die ersten Level haben, dass dann die neuen noch nicht. Oha, das war dumm. Dass dann die neuen noch nicht drankommen können.
weiß nicht, aber immerhin sind wir schon mal in 1-4. Und da war wieder ein K.O. Und das war... Okay. Dock, dock, dock. So. Jetzt, ah, jetzt muss ich hier... Entweder ich gehe auf Dings und hole mir die Blume, oder ich gehe halt nicht auf... Wow, das war... Nicht, was ich wollte. Oh mein Gott. Ich glaube, ich setze einmal das Rad ein. Bitte gib mir was Sinnvolles. Das war das Sinnloseste, was ich jetzt bekommen konnte. Das war das Beste. Das war das Beste, was ich bekommen konnte. Und das, worauf ich gehofft habe, natürlich. So, räumen wir unten mal ab. Sehr schön. Gut machst du das. Oh Gott, ich vergesse diese Blöcke jedes Mal. Die sind hier in diesem Spiel jetzt echt fatal. Mein Gott, so. Und einfach für den Flex zünden wir Bowser so weg. Okay. Schön. Es sind nur noch 5 Spieler übrig. Das ist eine super schnelle Runde. Was ist los? Sehr gut. Habe ich nichts dagegen. Das war nicht so sinnvoll. Aber hey. Aber bisher kaum... Oh mein Gott, was spiele ich? Kaum gefährliche Gegner hier eigentlich eingebracht. Der eine Bowser ist jetzt von mir irgendwie hier unterwegs, aber der... Ah, guck mal. Das ist ja schön, dass du auch mal vorbeischaust. Oh, das sind 2. Nice. Ah, Entschuldigung. Okay, ich merke es noch. Also ich sage es zwar, aber noch bin ich in der Position, dass ich merke, dass ich es sage. Das ist natürlich auch interessant. So, jetzt können wir erst den Stern, dann können wir den Stern gleich einfach anschließend noch mitnehmen. Das ist natürlich für unsere Zeit auch großartig. Da haben wir ein K.O. Ne, kein K.O. erzielt, da ist nur einer rausgeflogen. Und hopp. So. Ah, gucke mal, wo wir jetzt sind. 3-4, das ist doch mal ein ordentlicher Fortschritt. Boah, ob ich jetzt 3-4 will, weiß ich gar nicht. Das ist jetzt ja dann schon gefährlich. So. Aber es sind keine gefährlichen Gegner. Also ich kriege keine Hammerbrüder entgegengeworfen. Es ist alles noch sehr nettes Zeug. Ja, ja. Oh, okay, wir rennen nicht durch. Ich bin nicht so riskant. So riskant bin ich dann doch nicht. So, das ist mir. Wir gehen da auf Nummer sicher. Da gebe ich lieber die 20 Münzen aus, als dass ich dann nochmal hier einen Abflug mache. Das will ich nicht. Oha, hi. Okay, wir machen das so. Wir machen das so. Tschüss. Jetzt haben wir ein paar Bowser auf jeden Fall im Spiel. Das ist doch schon mal ganz cool. Okay, ich weiß nicht, warum ich jetzt unbedingt die Blume noch holen wollte. Okay, hinterher. Oh, das wusste ich gar nicht. Also vielleicht wusste ich schon, aber der Koopa stirbt an Bowser. Bowser stirbt zwar mit, aber das heißt, da hört der Feuerball dann erstmal auf. Der Feuerball, der Koopa. Ach Gott, diese Blöcke. Ah, okay, noch mal ein. Geht hier kein Risiko ein, sehr schön. Verliere ich zwar wieder meine Münzen, aber was soll's. Okay, ein Bowser weg, der andere geht so down. Und wir haben beiden den Bowser geschickt. Und wir sind jetzt wieder in 1-1. Das ist natürlich für uns erstmal ein sehr dankbarer Abschnitt. Ich meine, ich bin ja froh, wenn ich in 1-1 lande. So ist es nicht, vor allem in dieser Phase. Und natürlich bin ich... Oh, ha, ha, hi, 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 hi. Aber du kannst mir gar nichts. Du kannst hier unten nämlich nicht hinschießen. Ist nämlich schlecht. Und wir schicken wieder 2 Bowser los. Weil beide sind bei uns auf Konter. Sehr gut. Zack. Und da ist noch einer. Ja, also das ist was ich mir merken muss. Der Koopa, selbst wenn ich ihn losschicke, stirbt am Bowser. Das heißt, ich kann nicht 2 Bowser hintereinander mit einem Koopa killen. Bei einem Stern sieht das allerdings schon ganz anders aus. Hier, ihr kriegt jetzt wieder ganz viele Bowser. Guck mal, hier kommen... Natürlich schicken die auch die Bowser weiter. Also das ist schon... Wir werden jetzt hier gleich eine Bowser-Invasion einfach haben. Oh Gott, in dem Level möchte ich aber keine... Oh, nee.
Oh nee. Das wollte ich nicht drücken. Na, danke. 20 Münzen verschwendet. Nice. Ah, nee, nee. Das gibt's doch nicht. Wir sind schon das 5. Mal oder so, dass mir das rausrutscht. Was ist das denn? Und es ist ja nicht mal nice gewesen. So, warum? Ja, danke dafür. Kommt dem jetzt eigentlich hinterher hier? Weil der kommt ja gerne mal hinterher. Aber der kann eigentlich hier nur Feuer spucken und mehr kann der nicht. Kann ich den jetzt so eigentlich abschießen noch? Oder ist der aus dem Bereich jetzt raus? Weil er kann mich abschießen. Aber ich ihn scheinbar nicht. Okay. War eigentlich jetzt ziemlich dumm, was ich gemacht habe. Ah, ja, toll. Ja, komm, wir schaffen es jetzt auch so durch. Jetzt wird schon kein weiterer Bowser uns entgegengeworfen werden. Ach doch, da kommt einer. Aber der ist wahrscheinlich... Na, okay, wir gehen kein Risiko ein. Ja, okay. Jetzt sehe ich keinen mehr auf dem Bildschirm. Dann... Oh, ich hatte ein bisschen Bedenken, dass das schief geht. Ging es aber nicht. So, wir sind wieder in 1-1. Jetzt muss ich nur... Okay. An sich können die mir beide nichts. An sich müsste ich an den Pilz erstmal easy rankommen. So, und jetzt hauen wir einfach ab. Tschüss. Das heißt, jetzt sind zwei Bowser weniger unterwegs, weil ich die nicht weggezündet habe. Das ist mir schon bewusst. Ich wollte aber hier an die Blume rankommen, aber jetzt... Okay. Sehe schon, das haut nicht hin. So, jetzt. Ja. Und jetzt ist nur noch einer übrig. Ja, ich habe genau bewusst die Blume noch nicht eingesammelt. Genau wegen sowas. Ah, das gibt's doch nicht. Okay, wir holen uns den Stern. Riskantes... ich mache riskante Dinge. Jetzt mache ich es so. Jetzt machen wir es so. Okay. Es musste jetzt sein, ne? Das war jetzt einfach... Jo, könnte ich bitte... Hallo? Kann ich bitte? Kann ich bitte? Danke. Ich hätte schon gerne den Stern dann gehabt auch. Oh Gott, was ist das für eine Runde? So... Okay, hier waren wir noch gar nicht heute drin. Auch schön, das mal wieder zu sehen. Und da unten ist ein Bowser. Okay, das ist aber eigentlich ganz cool. Oh, nee. Ja, aber genau, deswegen wollte ich sagen, das ist ganz cool, weil den kann ich damit einfach reingehen. Zack, tschüss. Okay, schön. Auch schön. Und jetzt hier den Stern holen. So. Ach, ich habe die Blume vergessen. Mist. Okay, aber wir müssen den Stern nutzen, um... Nice! Ah, ja, okay. Da war das End nice. Ah, okay, es passiert einfach. Ich krieg's nicht kontrolliert. Okay, aber schön. Schön. Mal wieder ein Sieg. So kann der Part doch starten. Kann ich das eigentlich überspringen, dass das schneller... Okay, kann ich. Okay, kann ich. Noch mehr? Okay, danke, reicht. Sehr schön. Klar, das zweite können wir uns noch nicht holen. Das ist logisch. Okay. Weil da müssen wir zweimal spielen für. Juhu. Oha, ich habe jetzt ein Bowser-Symbol. Das wählen wir doch gleich mal aus. Da holen wir uns doch mal das Bowser-Symbol. Eieiei, was ist denn hier alles neu dazugekommen? Okay. Aber da gibt's schon, also da, ich will ja gar nicht wissen, wie viele Level es gibt, wenn man so viele Symbole hier freischalten kann. Auweia. Auweia. Ne? Das ist schon viel. Das werden wir nicht alles, das werden wir nicht zu Gesicht bekommen alles. Das kann ich jetzt schon sagen. Aber ich würde trotzdem sagen, so ganz grundsätzlich, wir werden jetzt nicht weiter nur das hier spielen. Das ist dann doch irgendwie als einziges Let's Play-Projekt auf dem Kanal, gefällt mir das überhaupt nicht.
Ich denke, ich werde versuchen, es immer mal wieder zwischendurch einzustreuen. Und halt auch wieder Mario Maker. Jetzt haben wir ja auch wieder ein paar Tage nichts gemacht. Da wird sich sicherlich ein bisschen was angesammelt haben. Das ist halt das Problem, wenn du nur hobbymäßig Let's Plays, du hast halt... Also keine Ahnung, wie die das andere beschaffen sollen, aber du hast halt nicht Zeit, mehrere Projekte noch gleichzeitig. Das konnte ich machen, als ich studiert habe. Da war das echt easy. Aber Beruf und YouTube? Nee. Klappt nicht. Ist ja auch okay. Also ich bin ja mit meinem Beruf zufrieden. So. Aber ich möchte halt auch nicht YouTube irgendwie so jetzt komplett sein lassen. So, es kommt halt ab und zu, kommt mal was und dann kommt was und ansonsten kommt halt nichts. Ne? Das ist einfach nur ein Kanal, der einfach da ist und mal droppt er Sachen und mal droppt er keine Sachen. Zack, okay, jetzt holen wir uns aber die Blume. Ich mache immer den Block weg, der mir helfen würde, hier hochzukommen. Mann, was... Und jedes Mal merke ich es erst danach. So, jetzt holen wir uns das Leben aber mit. Die Zeit haben wir ja. Ist ja gerade alles noch ganz frisch am Anfang. Es sind noch 17 Spieler übrig. Alles, was wir jetzt eigentlich wirklich hundertprozentig erreichen müssen, ist die Top 15. So, dann habe ich die Tagesmissionen auch durch. Dafür muss noch einer sterben, dann haben wir die Top 15 auch schon drin. Ja, okay, das war's. Top 15 ist sicher. Hopp. Und wieder 1-1, okay. Jetzt gerade bin ich noch nicht so begeistert wegen 1-1, weil... Na? Wobei, wir sind nur noch 11 Spieler, also okay. Dann ist es eigentlich schon ganz gut, um Zeit zu... Ah, gut habe ich Zeit gesammelt. Sehr gut, auf jeden Fall. Okay. Aber irgendwie krieg ich... Wow. Wenn ich so unten auf die Reihe gucke, irgendwie kommen kaum Gegner nach. Ah, ich habe auch wieder nicht Konter an. Mann. Ah, dass ich das immer vergesse. Ich muss das sofort am Anfang dran denken. Sofort, instant. Sonst schicke ich ja kaum jemandem was. Mann, ey. Ach, das ist doch dumm. Okay, wieder 1-2. Oha, kriege ich die Blume noch? Ja. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich den Screen nicht... Okay, passt. Nein, ich wollte eigentlich... Ah, ist das. Ich krieg's einfach nicht hin. Krieg's einfach nicht hin. So, jetzt kann man eine schöne Kombo machen. Zack, zack, zack. Naja. So schön war die jetzt auch nicht. Das war eine schöne Kombo. Und jetzt machen wir das... Jetzt habe ich wieder den falschen Block weg, aber diesmal wollte ich eigentlich den Block nicht wegmachen. Ich habe dran gedacht, ich bin nur zu dumm zum Springen. Das ist alles. So, wir nehmen wieder den Pilz mit. Das Leben, wollte ich sagen. Ach, komm schon. Da ist wohl jemand gerade schwimmen gewesen. Wow. Okay. Die Pflanze war ein bisschen greedy. Na, das ist jetzt... Das ist jetzt der ungünstigste Power-Up in der Situation. Ich wollte ja was haben, was mich... Oh Gott! Uff. Okay, aber das ist okay. Das ist okay. Hier können wir jetzt erstmal wieder einen Pilz ziemlich sicher am Anfang holen. Was ich auch in den Kommentaren gelesen habe und wo ich stark zustimmen muss, das Roulette macht es deutlich zu einfach. Na, eigentlich ist genau das Roulette ja der Grund, warum so viele Sachen noch gut gehen, weil man halt sofort wieder sich eine Blume holen kann. Auch hier wieder ein Verbesserungsvorschlag meinerseits, der natürlich von keinem gehört wird, der dafür verantwortlich ist, aber egal. Man könnte Roulette mit jedem, mit jeder Nutzung teurer machen. Na, das erste Mal wirklich so, keine Ahnung, 10, 20 Münzen. Und dann werden es immer 10 Münzen mehr, mit jeder Nutzung. Dann kannst du irgendwann, musst du halt erstmal wirklich viele Münzen gesammelt haben, um Roulette wieder nutzen zu können. Und das finde ich eigentlich,
Das hätte schon wieder was. Das hätte dann schon wieder was, irgendwie. Naja. Ach, 1-3. Ach, 1-3 ist so ein anhaltendes Level. Das ist so... Es stoppt einen im Ganzen. Okay, jetzt sind noch 5 übrig. Ab jetzt könnte es etwas spannender werden. Aber es kommt halt auch nichts. So, guckt euch die Reihe da unten an. Also, ich krieg gar nichts entgegengeworfen. Es ist einfach nichts da. Aber ich schicke auch gerade nichts los. Also ich bin eigentlich genauso doof. So, jetzt kriegt er hier mal Koopas 2. Nice. Ah, ich meine natürlich, cool. So. Ist unfassbar, obwohl man wirklich bewusst versucht es nicht zu sagen, rutscht es einfach raus. So Sprechgewohnheiten sind ganz schwierig abzustellen. Aber es ist mal interessant zu beobachten. So als Selbstversuch. So, gib mir den. Ah, jetzt kommt ein bisschen was. Jetzt kommt ein bisschen was. Jetzt kriegen wir hier, Party. Partystimmung. Aua. Das war... Vielleicht sollte ich... Und der hat mich fast erwischt. Aber bis zum... Stern müsste ich noch kommen. Ups. Das war nicht, was ich wollte. Naja. Das ist passiert. Juhu, ein Stachy-Symbol. Okay, ja, gut. Das, ja. Ach so, hier kann man ja auch die Namen jetzt angucken, wer alles mitgespielt hat. Das sind Nummer 18 jetzt, ne? Das sind so Leute, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Warum kann man sich nicht einen vernünftigen... Was ist so schwer daran? Was ist so... Guck mal. Alle hier haben einen ordentlichen Namen. Okay, fast alle. Aber das ist so, ne? Keine Ahnung. Vielleicht, was weiß ich... 8- oder 7-Jähriger. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber es ist halt... Keine Ahnung, das ist so... Ach, das ist, zumindest einen Namen könnte man sich doch denken. Naja. So, wie sieht's hier aus? Zeit für eine neue Münzenrangliste. Ach so. Ach, haben wir jetzt schon einen neuen Zeitraum, oder was? Ne, 5.10. bis 12.10. ist aktiv. Ist doch gar nicht neu. Mein Rang 19, 39.000... Aber man sieht jetzt auch gar nicht, Info ändern. Ah, ich wollte gerade sagen, man sieht gar nicht, was die meisten haben. Aber was ist denn das schon wieder? 99.999. Stufe 40 Stern. Stufe 99 Stern. Und darunter der dritte Platz mit 5.860. Das da oben sind doch schon wieder Hacker. Das ist, die haben doch schon wieder irgendwas gehackt. Weil, wenn du dir das so anguckst, das sieht vernünftig aus, ja? Das sieht alles vernünftig aus und realistisch, was die Münzen angeht. So. Und dann gibt es plötzlich 2 und 1. Dann gibt es plötzlich Platz 2 und 1. Achso, die beide 1 sind, weil sie beide 99.999 haben. Na klar, ist logisch. Dann gibt es plötzlich diese Leute, die einfach die Statistik komplett überrennen. Sind doch safe irgendwelche Hacker. Wenn die Leute, die normal spielen, also wenn das halt so eine Statistik hier ist, ne? Wenn man jetzt dazwischen noch keine Ahnung was mit 45.000 hätte, könnte man sagen, okay, vielleicht hat jemand wirklich exzessiv gespielt. Aber das ist halt statistisch schon auffällig. Sagen wir es so. Es ist schon sehr, sehr auffällig. Was habe ich jetzt gedrückt? Bewertung. S, 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 aha. Also ich bin immer da oben bei S. Okay, aber ich habe mich nichts dagegen. Info ändern. Ach so, das ist... Ach, das ist auch nochmal. Münzenrang und beste Spieler. Ich verstehe aber nicht, was mir diese Grafik hier sagen soll.
So, das hier, okay, das ist aber irgendwie das Gleiche. Ich laufe halt da oben entlang. Okay, ist in Ordnung. Woche ändern ist ja auch Quatsch. Ach, guck mal. 28. bis 5.10. habe ich hier auch. Ah, da hatte ich... Ach, da waren wir schon... Okay, das ist schon durch. Das sind die beiden Ränge. Jetzt verstehe ich das. Ah, und guck mal. Hier, in der letzten Woche. Da war der erste mit 4.902 Münzen. Und das bestätigt mich noch viel mehr darin, dass das hier... dass das hier Hacker sind. Finde ich beschissen. Muss ich einfach so sagen. Alleine schon, es nützt hier überhaupt nichts, hier zu hacken. Und, ach, keine Ahnung. Warum muss man sowas immer machen? So, das verstehe ich nicht. Es ist jetzt auch, es tut jetzt auch keinem weh in dem Punkt. Aber es ist einfach, ich weiß es nicht. Warum muss man sowas tun? Muss ich unbedingt demonstrieren, wie toll ich hacken kann, weil irgendeine Firma halt eine Lücke nicht gesehen hat? Keine Ahnung. Wie gesagt, ich verstehe es nicht. Egal. So, belassen wir es dabei. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Das waren zwei nette Runden. Die letzte war leider etwas unschön zu Ende, aber dafür ist die erste sehr gut gelaufen. Ja, tschüss.